So, Ladies and Gentlemen, es ist zwar schon ein bisschen länger her, aber wir spielen heute Outlanders. Und soweit ich gehört habe, gibt es das auch in irgendeiner Form auf dem Handy. Ich weiß nicht, welche Unterschiede es gibt jetzt zu der Version, die auf Steam verfügbar ist. Aber eigentlich ist es ein kleiner City-Builder mit Ansprüchen, beziehungsweise mit Challenges. Das werden wir aber alles jetzt sehen. Also ich habe vor einiger Zeit mal das Tutorial gemacht. Aber wir werden einfach in die Kampagne starten. Die wird mir schon alles beibringen, was ich wissen muss. Schließ die ersten 6 Level ab im Klassiker-Modus ab und dann kannst du die Chroniken freischalten, was auch immer Chroniken sein mögen. Laub, Lebensstil, Gourmet. Anfangssaison. An einem als Outlands bekannten Ort siehen verschiedene Kulturen in selbst aufgebauten Städten, geführt von ihren Anführern. Zu Beginn der Monsun-Saison droht ein übler Sturm, Geburtstage zu ruinieren. Moment, zu Beginn der Monsun-Saison droht ein übler Sturm, Geburtstage zu ruinieren, Rituale zu behindern und eine unschöne Trennung noch zu verschlimmern. Stelle 40 Bretter her und baue das neue Schiff. Besitze für all deine Anhänger eine Unterkunft. Es war auf jeden Fall artdesign-technisch eine ganz schöne Nummer. Wir sitzen auf dieser kleinen Insel fest. Wir müssen schnell ein neues Schiff bauen und alle in Sicherheit bringen. Dieser Sturm am Horizont gefällt mir gar nicht. 30-Tage-Grenze. Sägewerk freigeschaltet. Und man kann pausieren. Was haben wir denn bis jetzt? Baumeisterhütte, bescheidenes Haus. Was ist das hier? Eine Sammlerhütte, die wahrscheinlich Essen holt. Und das ist da, wo wir das Holz holen sollen. So, oben haben wir Essen. Das sieht aus wie Holz, Bretter, Stein, Essen, Behausungen, Paare. Sind das Kinder, die 4? Entspannt-Modus. Gebäude und Arbeiter werden hervorgehoben. Weil Arbeiter müssen nämlich hinzugefügt werden. So, 2 Anhänger haben kein Zuhause, 2 Anhänger sind arbeitslos. Priorisieren. Was sind die Ressourcen, die ich generell habe? Achso, Fjordshaus, das ist das Haus von der Anführerin. Theoretisch haben, glaube ich, alle immer hier rüber Alter, was sie machen gerade, wie zufrieden sie sind und ob die Nahrung haben. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eher chill. 10 sind wohl genährt. Deine Bewohner in Zahlen. 10 sind glücklich, 5 sind beschäftigt. 3 männlich, 3 weiblich. Achso, das sind Kinder hier oben, die 4. Wie hat dir denn die Diablo 4 Demo gefallen? War nur am Freitag dabei, eigentlich zu lange. Was meinst du mit eigentlich zu lange? Also die Diablo 4 Beta hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch alle 3 Charaktere auf Maximum gespielt, was möglich war. Und ich freue mich jetzt auch auf nächste Wochenende, wenn man den Totenbeschwörer mal spielen kann. Weil der Totenbeschwörer eigentlich früher meine Lieblingsklasse war. Digga, hast du einen Podcast oder eine Radiosendung? Die Stimme kenne ich irgendwoher. Habe ich nicht. Und die Stimme habe ich schon immer.
Aber danke. Das haben aber früher auch Leute aus dem Marketing gesagt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ob ich vom Radio komme. Wenn die immer Sprachnachrichten von mir aufgemacht haben. Wahrscheinlich so allerwelts Radiostimme eigentlich. Vor allem, wenn ich so normal rede. Ich trinke gar keine normale Kuhmilch. Das hatte ich heute erst mit jemandem. Chillen aber schon ganz schön ab. Ein Anhänger ist arbeitslos, aber das ist doch derjenige, der wahrscheinlich dann im Säge, in der Sägemühle arbeiten wird später. Gesellschafts- und Deutschlehrer hat früher mal gesagt, ich cheate bei Präsentationen, weil man mir ganz gern zuhört. Bei Präsentationsstimme. Aber es hat einfach Genetik. Wobei, stimmt nicht, man kann die Stimme ganz gut trainieren. Also ich habe, um mal so ein ganz anderes Thema, ich habe mal eine Zeit lang so Videos geguckt von Stimmtrainer und so weiter, weil ich mir zu... Ich wollte mir keinen Stimmtrainer selbst leisten. Und man kann theoretisch seine Stimme schon verbessern. Bevor ihr das Sägewerk aufbaut. Chillt ihr anstatt zu arbeiten? Große Wassermengen jagen ihm Angst ein. Versuche Vorratslager direkt neben dem Gebäude zu bauen, die Ressourcen generieren. Das ist sehr effizient. Guten Abend, Mansus. Das hier schon ein Vorratslager? Nö, es liegen da einfach Sachen rum. Hier priorisieren. Das ist ja schon irgendwie süß vom Art Design her. Bis 4:30 Uhr dabei und musste am Samstag um 10 Uhr wieder arbeiten. Bei der Open Beta mache ich mit. Diablo ist für mich ein Must-Have. Bin seit Diablo 1 dabei, aber D3 hat. Ist gar nicht so scheiße, wie du sagst. Nee, Diablo 3 hat ja auch ein bisschen später sich verändert. Das stimmt ja auch. Ich habe jetzt Diablo 3 übrigens auch nochmal installiert und habe die Tage auch, wenn ich mal so ein bisschen Zeit hatte, ein paar Stunden gespielt. Aber es ist trotzdem, finde ich, wenn du einen neuen Charakter startest, ein bisschen verzogen von dem Schwierigkeitsgrad. Man muss sich wirklich anstrengen zu sterben. Oder du musst halt am Anfang einen seltenen Gegner haben mit sehr doofen Affinitäten. Zum Beispiel am Anfang ist halt Steinkäfig sehr doof
wenn du, sag ich mal, auf einen hohen Schwierigkeitsgrad spielst beim Leveln. Oder halt Mörser ist auch kacke. Das sind dann fast schon die einzigen, wo du am Anfang sterben kannst beim Leveln. Mir geht die Nahrung aus. Da muss ich ihn echt schon weiterlegen. So eine Holzfällerhütte würde viel mehr bringen als diese Holzfällerbasen. Okay, ich verstehe. Aber Diablo 4 hat schon ganz schön mich getriggert, also... Also von, ne, das hat mich ganz schön gecatcht. Für Arbeiten ein, den Anhänger. Ja, aber einfach noch gemeint, guck mal, ist doch alles voll einfach hier. Jetzt verhungern wir die Leute. Ihr beide könnt mal arbeiten. Na, und wir knapp, vielleicht ist es an der Zeit, mehr Arbeiter einzustellen oder noch eine Sammlerhütte zu bauen. Produziert schon die Bretter. Dann können hier oben drei Leute Nahrung sammeln. Weil sonst verhungert ihr nämlich bald. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Abreißen. Hihi, ich bin kein Zauberer-Typ. Du hast den D4 mit einem Mage angefangen. Ich habe so Bock auf Diablo gehabt, dass ich D3 mit einem Mage angefangen habe. Ich habe richtig Spaß. Ich habe ja alle drei gespielt am Ende. Wobei ich eigentlich eher Totenbeschwörer ja machen wollte. Keine Straßen bauen sollen hier.
muss echt hier managen. Zwei Kinder sind erwachsen geworden. Sehr schön. Mehr Arbeitskräfte. Straßen und die Laufgeschwindigkeit der Anhänger. Sie bewegen sich lieber auf Straßen vor das unebenen Geländen. Wie lange brauchen eigentlich Kinder zum Erwachsenwerden? Siff. Ganz ehrlich, ich finde den Necro geil, aber irgendwie auch langweilig. Den Hexendoktor in D3 fand ich geiler. Ich glaube, es ist halt einfach eine Geschmacksfrage. Bis jetzt haben wir in Diablo, im neuen Diablo eigentlich so gut wie alle gefallen. Also alle Klassen hatten was. Beim einen hast du ein bisschen mehr zu tun, beim anderen hast du ein bisschen weniger zu tun. Ich hoffe, die haben später auch Anbau, aber ich glaube, ich habe ja gesehen, es gibt auch Getreide und das Aufbauen mit den... blip. Getreidemühle und dementsprechend muss es ja auch was geben wie Backen oder so. So, zwei Kinder sind erwachsen geworden. Es gibt auch noch ein weiteres Kind ins Sägewerk. Wir können hier Nahrungsmittel sammeln. Gibt's zum Arbeitsplatz. Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gebäude nicht mehr produktiv ist. Witzigerweise gibt es ja so ein paar, um jetzt nochmal über Diablo zu reden, anstatt hier über das chillige Strategiespiel, gibt es ja Spekulationen darüber, dass eine Überraschungsklasse noch kommt vorm Release oder zum Release, kurz davor. Aber glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Also ich denke schon, dass man, dass Blizzard schon planungstechnisch überlegt, welche Klasse mal kommen könnte, aber effektiv da halt noch nichts im Spiel drin ist. Also wenn, dann sind höchstens, wenn es irgendwelche Dataminer gibt oder so, sind da vielleicht Spuren von Klassen, die sie vielleicht auch mal ausprobiert haben. In der Entwicklungsphase. Die Hälfte der Mission geschafft. Und hier unten gibt es sogar wieder ein paar Pilze, die wachsen sogar nach. Dann ist sehr gut. Ich würde Blizzard zutrauen, dass ich eine Klasse für einen Release aufgehoben habe.
Boah, schwierig. Wie gesagt, ich find's echt schwierig. Oh, 3 Kinder wurden geboren. Ihr seid aber schnell in der Reproduktion. Hans ist 0 Jahre alt, sieht aber schon aus wie ein 6-Jähriger. Naja, man möchte auch nicht so ein kleines Kind rumkrabbeln sehen die ganze Zeit, ohne dass sich Eltern darum kümmern. Richtiger Fan von Beyblade. Macht hier den Helikopter. Den Fidget Spinner. Ich bin gespannt, ob meine Freundin gleich eingeschlafen ist. Normalerweise, sie macht eine Serie an, dann pennt die nach 10 Minuten ein. Ihr habt doch schon 30 Bretter da liegen. Ach so, er muss wahrscheinlich dann auch das Schiff noch zusammenhämmern. Das Spiel, was ich zocke, ist eigentlich auch mal für Mobile Devices. Es ist ein ziemliches Relax-Städteaufbau-Sim mit Herausforderungen. Also es sind halt Level, die du lösen musst. Es hat halt so einen Faber-Castell-Style. Und wenn das der C64er, ich habe am C64er damals gespielt. Es ist immer so eine Sache, nostalgietechnisch, ich weiß, die Leute sagen dann C64, aber der C64 hat das hier bei weitem nicht gepackt. Es wäre wahrscheinlich das herausragendste, genialste Spiel gewesen, was jemals rausgekommen ist. Allein schon, dass eine Lichtreflexion von einem Baum zurückgeworfen wird. Das hat es auf dem C64er nicht geschafft, weil keine 3D-Beschleuniger. Alles, was in 3D auf dem C64 war, war halt fake. Also sehr häufig. Ach ja, C64 mit Agricola. Und eigentlich war das Beste an allen C64-Spielen immer der Titelscreen. Weil das war meistens ein sehr gut gemachtes Pixelbild. Wie bei Airwolf oder sowas. Dann kam noch die 8-Bit-Mucke von Airwolf mit rein. Dann kam der Airwolf, dann wurde das Bild einfach nur runtergeschoben. Und dann hast du gedacht, boah, geil. Und dann hast du, sag ich mal, einen 16-Pixel-Helikopter durch die Gegend geschoben. Wobei ein paar Leute haben wirklich beeindruckende Dinge noch auf den C64 gebracht. Wo man sagen muss, ey, Hut ab, dass du das, sag ich mal, mit den 16 Kilobyte Speicher oder 32 Kilobyte Speicher, die da drin waren, gepackt hast damals, ey. Noch mehr B. Ich sehe ja schon kommen. Jetzt gleich ist das fertig. Kannst auch auf dem PC relativ viele Programme noch anpassen. Kannst auch heute immer noch Programme anpassen. Eigentlich theoretisch.
Das Problem ist einfach, dass inzwischen ja ganz viel auch geschützt ist. Aber zum Beispiel, wenn ein Programm auf Python mitentwickelt wurde, gibt es so ein paar Spiele. Python kannst du ganz gut anpassen. Also eigentlich alle Spiele, die modbar sind zum Beispiel, sind auch sehr anpassungsfähig in, ja, ne, das Spiel selbst oder Speicherstände zu editieren zum Beispiel. Alle an Bord! Yeah! Schwimmt alle weg! Schon besserer Opener als Siedler. Sie sind gestrandet, haben ein neues Schiff gebaut und sind weiter zur nächsten Insel. An sich Siedler... Siedler Light. Roter reifer Geburtstag. Weil es mein Geburtstag ist, erfüllen wir die Stadt mit Essen. Menschen und Lachen. Keine Sorge, wegen des Sturms am Horizont. Das ist nur eine vorbeiziehende Wolke. Besitze 3 Bauernhöfe und lagere 50 Tomaten. Habe mindestens 20 Anhänger und 20 Zufriedenheit. Ne, 90% Zufriedenheit. Bauernhof freigeschaltet. Tomatenfeld. Platziere dieses Feld in der Nähe eines Bauernhofs, um Tomaten anzubauen. Geralt. Der olle Sänger. So, Baumeisterhütte. Wie wär's, wenn ihr direkt mal, den Anbau kaputt machst hier. Das ist 6 Holz. Hört ihr bitte nochmal die englische Aussprache von Python? Python. Wer ist mit der englischen Aussprache? Aber du kannst als Deutscher auch Python sagen. Jeder weiß, was du meinst. Also ich bin da kein Korinthenkacker. Und das hatten wir schon mal als Thema, Butter. Ja, weil es schlimm ist. Fällt den Wald! Also, bei Schäden war es übrigens so, das sagt die Mutter nämlich zu ihm, es ist okay, schlauer als alle anderen zu sein, aber muss es nicht immer jedem vorhalten. Ach, da brauche ich auch schon Bretter für. Also müssen wir wirklich zuerst den Sägewerkweg gehen.
bei Big Bang, also Big Bang Series kenne ich fast alle Dialoge auswendig. Weil ich das immer zum Einschlafen geguckt habe, viel. Das liebe ich so an dem Fernseher, den ich auf der Gamescom gewonnen habe. Du hast nämlich... Der hat nämlich eine nur Audio-Funktion. Da mache ich Big Bang Series Folgen an und mache einfach Bild aus. Wird nur der Ton gespielt. Spare ich Strom und kann trotzdem beim Fernsehen einschlafen bei den Lieblingsfolgen, die ich habe. Macht nur aber als Beratung eher. Darf man dann schon auch mal Konsequenz erwarten? Was du eigentlich sagen willst, wenn du in einer beratenden Tätigkeit bist, als Berater oder Berater Doppelpunkt innen, darf man dann auch schon mal nicht Konsequenz, sondern boah, du meinst ein anderes Wort. Deine englische Aussprache ist weiterhin falsch. Butter, es ist doch total egal. Es hat doch jeder verstanden, was ich meine. Ich habe dich nicht so eingeschätzt, dass jemand bist, der vorne hinstellt, lauter Abkürzungen benutzt und dann am Ende dich wunderst, dass sich niemand verstanden hat im Publikum. Muss mal zwei sammeln lassen hier vorne. Meine Leute hungern. In letzter Zeit relativ viele entspannende Spiele, wo ich mal eben reingucke. Ich will deinen Auftritt gar nicht, Butter. Dieses Business hat mich verloren. Jetzt ist der Fernseher ausgegangen drüben. Das bedeutet, dass meine Freundin wahrscheinlich eingeschlafen ist. Oder ihr Hintern hat den Fernseher ausgeschaltet. Weil sie immer die Fernbedienung... Ich muss gleich wieder die Fernbedienung suchen im Bett. Bevor ich mich hinlege. Weil sie... Nee, kann ich jetzt nicht drüber reden. Sie ist sehr goldig. Ich musste vor zwei Tagen eine Küchenberatung planen und komplett in Englisch machen. Das war für mich der Horror. Aber ich habe es geschafft. Gratulation dazu. Keine Angst vor dem Englischen. Die meisten verstehen dich auch, wenn du Fehler machst. Und das ist halt das. Man darf halt keine Angst haben bei der Verwendung. Und im Notfall wird nachgefragt. Also ich habe da noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Das hast du nur, wenn Deutsche mit anderen Deutschen auf Englisch reden. Dann kommt die Korinthenkackerei. Dann kommt nämlich, das müssen wir aber so ausbrechen, plötzlich auf Deutsch.
denkst einfach nur so, what the fuck? Auch für Gamescom und so weiter, ne? Internationales Publikum, redest mit allen in Englisch. Keiner hat ein Problem, nur Deutsche unter sich sind sich am Anschnauzen, dass ihr Englisch falsch ist. Die verliert die Fernbedienung immer im Bett. Dann sucht die die. Die hat den Fernseher heute angemacht, ist aufgestanden, ist zum kurz zum Bad hin, hat dann aber wieder, ich glaube, die hatte vergessen, was sie im Bad überhaupt wollte, kam dann zurück und hat dann gefragt, wo ist die Fernbedienung? Also die ist im Bett schon verloren. Vielleicht kriege ich ja doch noch dazu, dass sie mit mir kocht. Kannst ruhig runter auf einen Arbeiter gehen. Ja, Mann, dann dauert es auch keine 2,5 Stunden. Was ist los mit dir, Butter? Hast du was getrunken? Als wenn alles bei mir 2,5 Stunden dauert. Ich habe Bier im Kühlschrank. Das gehört aber meiner Freundin. Ich bin hier die Frau in der Beziehung. Aber ich habe diese Rolle einfach angenommen. Du kannst jetzt Feldfrüchte rund um den Bauernhof platzieren. Sie werden dann von den Bauarbeitern platziert, sobald diese mit dem Bau des Bauernhofs fertig sind. Nimm den einen weg. Arbeitet auch einer bei der Sammelhütte. Das kannst du ja auch mal auf 1 reduzieren. Und hier auch. Alan, der Turbospinner, ist der Meinung, dass Suppe kein Essen ist. Ja, Suppe ist Wasser mit Geschmack. Knirscht zwanghaft mit den Zähnen. Oh, das ist schlecht, das kenne ich auch. Ausgesprochen gut aussehend, ein echter Frauenmagnet. Ohne Haare auf dem Kopf. Und alles andere. Lieblingsfarbe, Lachs. Was für den Mann dann einfach irgendeine von den normalen Farben ist. Bauen hier ein Lager, aber die rennt da immer sofort da hoch. So, den kannst du gerne wieder verwerten. Dann haben wir nämlich eine Bäuerin.
habe keine Ahnung, wie schnell der Bauernhof übrigens gleich bauen wird. Aber wir haben Tag 9, wir haben den ersten Bauernhof und... Achso, ich soll 3 Stück haben. Ach, sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Sorry, das Spiel sieht richtig scheiße aus. Es hat einen gewissen Stil. Deshalb, ich würde ein Spiel... selten scheiße im Aussehen nennen. Also da muss das halt wirklich schon... Da muss das, darf das schon gar keinen Stil mehr haben. Deshalb ist es immer schwierig, weil es ist ja ein gewisses Art-Design. Überlege immer so, was ich als Spiel machen könnte, grafisch, und dann ist das schon besser. Es ist ein bisschen entspannter, als ich gedacht hätte. Holzfäller können wir mal eben wegmachen, dann können alle 4 gleich Nahrung sammeln. Es hat nichts mit gemein zu tun, du magst halt einfach realistische Grafik oder bessere Grafik. Diablo 3 ist ja auch nicht mehr die Schönheit vom Lande. Also ich habe alles hochgestellt, weil Diablo 3 jetzt wieder installiert habe. Es ist halt okay, aber hübsch ist das nicht mehr. Deshalb, jeder hat seinen Geschmack. Also bei mir ist es halt, Grafik ist halt nicht alles. Und das hier ist halt entspannt. Ich habe es zwar nicht so entspannt gedacht, ich dachte schon, dass das ein bisschen fordernder ist. Mit den Challenges. Kann natürlich später schwieriger werden. Bis jetzt ist es halt wirklich sehr... Ja, schon sehr chill out. Danke, Mr. Österreich, fürs Folgen. Bist du der Mr. Österreich, den ich noch damals von TeamSpeak kenne? Oder bist du ein anderer Mr. Österreich? Ich muss einfach mal fragen. Von woher bitte? Von damals vom TeamSpeak. Wir hatten auch jemanden, der hat sich nur einfach Mr. Österreich genannt. Beziehungsweise der Österreicher. Das hätte ja sein können. Dass wir jetzt gerade ein Reunion haben.
Aber ist ja auch okay, wenn du es nicht bist. Aber willkommen. Nein, ich war nie im Teamspeak. Sorry, Dr. Proof. Ist schon okay. Zwei hier weg. Die haben schon fast alles hier weggeerntet, was es an Nahrung gab. Trotzdem, wie lange brauchen denn Tomaten, bis die fertig angepflanzt sind? Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen planen, mal, ob ich jetzt noch eine Sammlerhütte bauen sollte. Wenn, dann nutze ich nur Discord. Ja, Teamspeak ist schon, ich glaube, Discord ist bei mir vor, wann habe ich den Wechsel gemacht von Teamspeak? Ist bestimmt schon 5 Jahre her. Also von Teamspeak auf Discord, weil einfach praktischer. Auch wenn Chinesen zuhören, ist ja von Tencent und ich denke mal schon, dass die sehr regierungsnah sind und schon das eine oder andere abhören, aber naja, ich habe keine Staatsgeheimnisse zu, also zum Rausplaudern, zum Ausplaudern. Sollen sie abhören, ist mir egal, sagt eh nichts Falsches. Du bist halt, sag ich mal, fürs System, fürs Chinesische irrelevant. Ist natürlich schon irgendwo gar nicht so eine gute Einstellung zu sagen, ist mir egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist nämlich genauso diese Aussage so ein bisschen. Aber es ist ja eine Regierung, die ist so weit weg. Die haben es auch immer noch nicht geschafft, ihren Social Credit Store durchzubringen. Immer noch in der Pilotphase, also bei denen. Die haben es eh auf die Streamer abgesehen. Ja. Wenn ich mal China besuche, dann bin ich sofort eingelocht. Ja, ist recht, die Grafik von D3 ist nicht perfekt. Stimme ich dir zu. Ich habe nicht gesagt, also ist ja kein... Aber der Art Design ist, das ist diese zeitlose Comic Art. Da war Blizzard ja lange hinterher, dadurch sehen die Spiele auch nach langer Zeit nicht alt aus. Die altern halt ein bisschen langsamer dann, als wenn du, sag ich mal, versuchst, realistische Grafik wiederzugeben. Vor allem im 3D-Bereich war es lange, fand ich, ein Problem. Deshalb sahen 2D-Spiele so lange einfach viel, viel besser immer noch aus als 3D-Spiele. Weil du einfach durch die Polygonzahl begrenzt warst. Aber heute hast du so viel Leistung, du kannst einfach so aufbohren. Weshalb jetzt auch, wenn Diablo 3 natürlich mit den Jahren, Diablo 4 mit den Jahren älter wird, wird das nicht schlimm aussehen. Weil es halt einen relativ hohen Stand hat von der Technik und es halt sehr stimmig ist durchgehend. Während D3, okay, D3 hat jetzt auch ellenlang gehalten vom Optischen her. Danke für die Emotes, Proof. Gerne. Wobei ich mich wirklich mal wieder hinsetzen muss. Um das Emote-Kontingent ein bisschen zu erweitern.
Der dritte Bauernhof steht auch. Die alten sind nur auf dem Discord noch verfügbar. Ich habe die leider nicht mehr. Ja, die fette 10 gibt's auch nicht mehr. Das Einzige, wo sie sein könnten, ist auf meine Sicherungsfestplatte von damals. Ja, jetzt lass mich nicht lügen. Ich habe damals, wenn ich den Rechner neu aufgesetzt, eine Sicherungsplatte gehabt, eine externe. Da könnte das theoretisch drauf sein. Wie viele Bewohner soll ich letztendlich haben? Mindestens 20 Anhänger. Dann sollte ich besser kein weiteres Haus bauen. Kenne ich halt von YouTube, naja, verfolge ich deine Videos. Als Dankeschön muss ich ein Abo dalassen. Du musst nicht. Außer wir reden vom selben Abo, du meinst aber wahrscheinlich ein Follow. Der vorhin Digger meinte, mit hast du einen Podcast oder arbeitest im Radio, der hat sich auch nicht mehr gemeldet. Dann erklärst du ihm ganz lange, dass du das nicht hast und dann kommt nichts mehr. Achso, ein Abo willst du noch abschließen? Bin unwürdig. Bin unwürdig. Nein, vielen Dank. Support ist immer gern gesehen. Schade ist hier nicht. Also klar, du kannst die Demografie sehen. Aber du siehst halt schlecht, wann welches Kind erwachsen wird. Das ist halt wirklich sehr minimalistisch gehalten. Vor allem sind wir schon am Punkt angekommen, wo ich nur noch warten kann. Bis halt die Tomaten voll sind. Die Anhänger sind alle zufrieden. Jeder ist happy. 82 essen. Optionale Ziele natürlich jetzt noch nicht abgeschlossen. Weil Kinder noch nicht da. Danke Österreicher für dein erstes, für deinen ersten Monat Stufe 1 Sub hier. Vielen Dank. Das Level separat abspeichern? Nee.
wenn sich einfach noch 2, 3 Babys geboren werden. Ich hab doch genug Häuser. Voll ein Baby. Wie ist das, wenn man erhöhen will auf Stufe 2 oder 3? Du kannst auch theoretisch von vornherein Stufe 2 und Stufe 3 abschließen. Wobei ist natürlich auch teurer, ne? Also es gibt ein paar Leute, die Stufe 2 und Stufe 3 abschließen. Wo ich sehr dankbar drüber bin. Das ist besserer Share. Auf Twitch. Aber keiner soll sich dazu genötigt fühlen. Das sind meistens so Dauergucker, wie Sarulon zum Beispiel. Im Chat. Der ist gefühlt immer da, wenn ich streame. Der sagt nach 10 Minuten dann Hallo und dann ist der halt da. Und das schon seit Jahren. Man kann das jederzeit machen, das ist richtig. Ich glaube, es wäre... Also ich bin jetzt auch kein Twitch-Support. Ich glaube aber, dass wenn man das im laufenden Abo, da ist er übrigens, das auf, also hochstuft, wird das einfach nur hochgerechnet. Ja, Dragon ist auch immer da. Aber ich weiß gar nicht, wie lange Sarulon schon auch Stufe 3 Sub ist bei mir und sowas. Ich glaube, keine Ahnung. Der sieht mich mehr als, glaube ich, alle Menschen in meinem Leben. So, jetzt ist aber alles abgeschlossen. Mehr als die eigene Frau sowieso. Viele von euch sehen mich mehr als meine eigene Frau. Beziehungsweise meine Partnerin. Außer sie guckt abends die Streams. Großer Ärger auf der Keksinsel. Ein schrecklicher Sturm hat unsere Stadt in Trümmer verwandelt. Viele Häuser wurden zerstört, darunter auch meins. Ich muss strenge Regeln einführen, um das Überleben der Stadt zu sichern. Überlebe 35 Tage und beende die Mission mit mindestens 50 Anhängern. Lagere 40 Steine, um das Haus des Anführers zu reparieren. Natürlich ist das jetzt nicht so gut im Deutschen übersetzt. Weil es im Englischen wahrscheinlich das Haus des Häuptlings zu reparieren heißt oder sowas. Das wäre die eigentliche richtige Übersetzung. Steinbruch freigeschaltet. Ja. Das wäre nämlich das Ziel hier, das Haus zu reparieren. Alles andere scheint ja theoretisch ganz zu sein. So. Aber wir müssen diese Tiefenentspannung jetzt beenden. Ich hoffe, der eine oder andere hat es trotzdem mal kurz auf den Schirm gehabt. Als Spiel, weil es ist ja schon relativ entspanntes Aufbauen und das ist ja, hat ja auch einen Markt. Gibt auch einen Sandbox-Modus. Frage ist natürlich, ich kann euch nicht sagen, was die Chroniken sind. Wird wahrscheinlich auch irgendeine Kampagne sein, alternativ zur Hauptkampagne von vorher. Ich hatte gesehen, es gibt ein paar DLCs. Die sind, das sind dann neue Geschichten mit neuen Herausforderungen. Die kommen immer mit 5 Euro. Kann aber auch nicht sagen, wie prall oder wie prall die nicht sind. Sind halt dann neue Kampagnen. Na guck mal, die entzünden das Feuer, um die Leute von Rohan zu informieren. Glaube ich. Ja, wer das Video auf YouTube gesehen hat, unterstützt die Entwickler, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video wieder.